Guten Morgen. Heute gehen wir in den Wald, um Pilze zu sammeln. Mal sehen, wie viel Glück wir haben. Auf jeden Fall sehen wir schon mal Rehe und ein Fuchs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Rehe sehe ich da hinten. Da hinten ist ein Reh. Es guckt genau hierher. Könnt ihr das sehen? Weg. Kommt noch ein zweites. Oh, sind wir heute mutig. Da. Ist ganz windstill. Gesehen und laufen sie in den Wald. Ja, bleib nochmal stehen. Okay, jetzt sitzt sie in der Deckung. Okay, wir gehen noch weiter. Zurzeit sind wir noch im Laubwald. Hier sind nicht viele Pilze und wenn, dann nur solche Giftpilze wie hier unten. So schön anzusehen, aber die lassen wir stehen. Den muss ich euch mal zeigen. Ein blauer Pilz. Richtig giftig. Das ist mein kleines Körbchen. Klar, noch leer. Und mein altes. Was hörst du? Ja, wer kommt da?
Wollen wir beide? Ja, wollen wir beide? Nicht so wie im Märchenwald. Schön, aber giftig. Ich erinnere mich gerade an meine Kindheit, wo wir körbeweise Pilze gesammelt haben. Maronen, Steinpilze, Pfifferlinge. Aber das war in den Wäldern in Brandenburg. Aber hier in Meckbaum, ich weiß nicht, hier ist ja nichts. So. Was habt ihr jetzt davon? Plan B. Ich werde jetzt ein paar Tannenzapfen sammeln. Zapfen gibt es ja hier in Massen. Also nehmen wir davon einige mit. Hey,
sollst sie nicht wieder rausnehmen. Ich bin wieder am Bunker gerade. Oder was das hier sein soll. Ich weiß es nicht. Die Tür steht weit offen. Aber ich gehe da nicht rein. Nee, nee. Besser nicht. Nicht, wenn ich alleine hier bin. Vielleicht sieht man ja was auf dem Video. Keine Ahnung. Denk noch, es wird zu dunkel. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Lust habt, drückt das Glöckchen und das Däumchen. Tschüssi!